Meine lieben Freunde, immer wenn Sie glauben, es geht nicht mehr verrückter in unserer merkwürdigen Republik, dann muss ich Sie eines Besseren belehren. Was ich jetzt wieder gefunden habe, ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber das ist wieder so unglaublich, dass ich mich frage, was da eigentlich los ist. Sie wollen mehr wissen? Bleiben Sie dran, jetzt geht's los. Ja, liebe Freunde, Sie wissen ja, dass man auf Autokennzeichen, zeigen, dass man hier gewisse Sachen nicht haben darf. Wir machen das mal ein bisschen größer hier. Gucken Sie mal. Sie dürfen auf dem Autokennzeichen keine 88 haben. Und in verschiedenen Bereichen auch andere Sachen nicht. Zum Beispiel Itzehoe verbietet Izan, lesen Sie das mal. Entgegengesetzt, dann wissen Sie wieso. Im Kreis Dithmarschenheide ist Hai und dann hier mit dem L dahinter verboten. Und hier sehen Sie, wenn Sie mal gucken, in verschiedenen Bundesländern haben wir verschiedene Kennzeichen, die nicht erlaubt sind. Wenn ich hier in Berlin hier zum Beispiel dieses Jahr noch hier irgendwie nachvollziehen kann, obwohl ich es auch für nicht sehr sinnvoll halte, ich mache das mal größer. Gibt es eben auch die verrücktesten Kombinationen, die nicht erlaubt sind. Was an 14 nicht erlaubt ist, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. 28 verstehe ich auch nicht. Ja, hier vielleicht 188 und das verstehe ich auch nicht. Gut, okay. Aber das sind jetzt die Kennzeichen für die Kraftfahrzeuge. Ich zeige Ihnen jetzt aber mal was ganz anderes, was also wirklich, ja, ich darf es leider nicht sagen. Lesen Sie hier. Warum der alte Friedhof Degerloch oder Degerloch seine Gießkannen neu beschriften soll. Mir fehlen die Worte. Nehmen Sie doch mal die drei Anfangsbuchstaben von alter Friedhof Degerloch. Was kommt da raus? Der alte Friedhof Degerloch hat ein Abkürzungsproblem. Weil die Gießkannen den Schriftzug AfD tragen, bekommt das örtliche Friedhofsamt bald Post von einer erbosten FDP. Auch der Bezirksbeirat beschäftigt sich mit dem Thema. Alter Friedhof Degerloch darf nicht dieses Kennzeichen, diese Abkürzung tragen. Ja, hier geht es zum eigentlichen Artikel. Die FDP hat im Stuttgarter Bezirk Degerloch gefordert, die Gießkannen auf dem alten Friedhof mit neuen Abkürzungen zu versehen. Derzeit sind die Spritzkrüge mit der Aufschrift AfD versehen. Und der FDP-Mensch will das nicht weiter tolerieren. Ja, okay, FDP kann ich ja einsehen, weil FDP, die Partei gibt es sowieso in 2, 3 Jahren nicht mehr. Sie werden in dieser Zeit nirgendwo mehr reinkommen, weder im Bundestag noch in den regionalen Parlamenten. Insofern ist das jetzt vielleicht ein Aufbegehren einer sterbenden FDP. Weiter geht's. Er zeigte während der Sitzung des Bezirksbeirats am vergangenen Dienstag extra Fotos der Kanten und sagte, wir wollen unseren Stadtteil schöner machen und uns auf die Details konzentrieren. Leute, was soll man denn dazu sagen? Jörg brachte laut dem Blatt extra angefertigte Schablonen zur Sitzung, mit denen Sicherheit gestellt werden soll, dass die beanschrifteten Kanten nur den vollen Schriftzug Alter Friedhof Degerloch tragen sollen. Ja, Freunde, was soll denn jemand sagen, der vielleicht den Namen hat? Anton Fritz Dittmar. Der hätte dann die gleiche Abkürzung. Wollen wir den dann im Reisepass und im Ausweis umbenennen? Liebe Freunde, ich bin jeden Tag immer mehr schockiert und bin eigentlich fassungslos, was in diesem Land vorgeht. Das Land geht in großen Teilen über die Wuppe. Und die Leute beschäftigen sich mit diesen Themen. Da sieht man mal, wie groß die Angst vor der AfD ist. Die muss ja wirklich grenzenlos sein. Wenn man wegen solchen Sachen da mit diesen Thematiken vorangeht. Also liebe Freunde, zeigen Sie sich amüsiert, aber das zeigt einmal, in welcher Situation, in welch einer geistigen Verfassung die BRD zurzeit ist. Also ich sehe da bald keine Zukunft mehr.